Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Dieses Mal wieder ein Let's Play Together zusammen mit dem guten Zeraiku, Itzelero und Neko9. Und dieses Mal auch nicht ganz allein, sondern ich bin hier im Test mit den zwei Leuten jedenfalls. Und zwar, ja, mit Melero und Zeraiku. Der Andi ist da nicht da. Der hat nämlich keine Lust darauf. Aber es kann auch zu dritt ganz. Wer pustet hier gerade so heftig in sein Mikro? Ja. Los, tu Das es kann mir man alles leid. hören, ja, ist ja klar. Egal, jedenfalls, ich spiele diesmal Ahri. Ihr wisst ja, das ist ja A bis Z Champions, daher gehe ich jetzt einfach mal alle Champions komplett durch. Bis zum Ende. Das dauert also ungefähr 130 Games. Und diesmal ist einfach mal Ahri dran. Ahri, ein Champion, der mir nicht so wirklich zusagt. Aber wir werden sehen, was ich damit reißen kann. Was? Die hat eine Kugel. Sie hat eine Kugel. Also ich Syndra hat könnte sie. drei Kugeln, Mann. Das heißt, dreimal so viel So, die Schaden. Runen werden mal hier wieder rechts angezeigt. Das habe ich im letzten Gameplay zwar nicht gesagt, aber jetzt sollten sie rechts angezeigt werden und wir sollten es einfach mal schauen. Ich sollte mir erstmal Items kaufen, auf jeden Fall. Ja, ist echt schwer nachzudenken, wenn man redet. Ja. By the way, wir müssen die Tristana reporten, weil sie nicht Bronze 4 ist. Sie ist Platin halt, ne? Das ist halt grausam. Nee, das gibt Report. Einfach Schreibt reporten. einfach mal in den Chat rein. You got reported because you are not bronze 4. Oh yeah. How Jetzt muss ich mal Hat der G in schauen. diesem G-Skin ein Auge weniger als sonst? Ich habe keine Ahnung, ich achte nicht auf sowas. Tut mir leid. Der Andi tut mir mal leid, der muss meistens immer mit den Randoms auf die Botlane gehen. Obwohl, im nächsten Game spiele ich glaube ich Alistar, ich habe keine Ahnung, welcher der nächste Champion ist. Was ist einer von euch? Was kommt nach Ahri? Akali. Och Gott, noch schlimmer, die kann ich ja noch Top-Spieler spielen. weniger. Ja, die ist ja auch so schwer. Ja, aber ich habe die noch nie in meinem Leben, glaube ich, gespielt. Eine dreiste Lüge. Echt? Warst du dabei, wo ich einmal Akali gespielt habe? Ja. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Was ist ein Aram? Nein. Richtig? Okay, Auf der dann kann ich mich Top-Lane. echt nicht mehr daran. Habe ich verloren? Ja, ne? Er ist gewonnen. Echt? Lol. Wie kann ich mich da nicht mehr daran erinnern? Ich verstehe es nicht. Okay, was spiele ich überhaupt in der Mitte? Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Morgana? Lisette? Fuck! Jedenfalls gegen Zed zu spielen ist nicht immer wirklich leicht, obwohl es als Ahri, die hat relativ viel Escape-Skill, aber ich habe keine Ahnung, was da für eine Elo ist. Weiß Let's nicht, seine have Position some war das. real fun. Ich will nicht wissen, was richtiger Fun für Ahri ist. Ari, kaufe ich mir mal Blutdesser. Ja, das sollte man wirklich machen. Ganz klar. Mal besser lastet. Ja klar. Wenn ihr was anderes kauft, dann seid ihr falsch dran. Dann seid ihr einfach schlecht. Wieder was runtergeschossen. So. Entweder ist der Zed einfach gerade nur ziemlich schlecht am Spielen oder er kann den Champion einfach nicht. Er hat einfach den Skin. Ich vermute einfach mal das zweite. Ich hab auch Tonnen von Skins. Okay. Ich kann ja trotzdem nicht spielen. Der Elero zählt schon mal nicht mehr. Diese Auswahl. Nein. Darf man eure richtigen Namen sagen oder ist das hier verboten generell? Verboten, vor allem bei mir. Der Richard, der Richard! Also, mein Name ist ja streng geheim. Ihr kennt es noch gar nicht lange. Der Name ist Klaus, ich wusste. Klaus Dieter. Ich habe keine Ahnung, was ich mit Ahri machen soll. Ups. Ich Kuh. Hab fast geschossen. Versuchen mit Kuh zu treffen. Ich habe den Kuh getroffen. Ich mach's nochmal. Und guck, was passiert. Okay. Wow, sie hat trotzdem noch den Ding getroffen. Interessant. Wie jetzt? Ich habe Elisa als Gegner. Nee. Mag ich.
Dass ich dafür schon wieder mal die Resistenzschuhe kaufe. Oh man. Komm mal lieber Toplane. Nee, Sugar denke ich nicht, der ist mir nur auf. Ich war meinem ersten Gig immer voll nutzlos. Warte mal kurz, ich komme jetzt so. Bin nur Half-Life, ne? Versteh nicht, wieso die Elise mich dauernd in der Mitte campt. Ist total unproduktiv. Müssen irgendwie mal arresten. Die hatte ich voll lieb und so. Okay, wir können rein. Ich hab auch noch Ignite ready. Ja, soll ich ihn jetzt alleine töten oder was? Ja, das solltest du eigentlich machen. Ja, das wird ja das du vergessen. Gehst halt rein, wenn er schon am Weglaufen ist. Nein. Der hatte keine Ward gehabt. Ey. Gut, den bekomme ich nicht mehr, aber ist weiter schlimm. Don't hold back. Egal, ich hab deinen Lane getextet, das ist das Wichtigste. Ich weiß also nicht, in der Mitte sieht es gerade nicht so toll aus, weil auch die Elise mich ziemlich gecampt hat. Also zweimal ist sie schon gekommen, das war ziemlich heftig. Einfach Wards go. Ja, wenn man noch einmal back war, intelligent. Ja, natürlich. Ist leider kein Dota, wo ich auch einmal hier in den Busch laufen kann und mir Wards kaufen kann. Ja, ich bin tot. First Blood! Easy. Passiert. Report. Er kommt auf meine Report-Liste. Easy Snacky. Erstmal Report-Tool auspacken. Nee, ich hab so eine Papierliste bei neben mir liegen, da schreibe ich meinen Namen drauf. Das sollte ich glaube ich auch machen ab sofort. Du musstest das sagen, dass ich Blatt spielen soll. Hilfe. Die Schlampe ist krank. Die mag mich nicht. Aber. Oh mein Gott! Report! Diese Reactions von der Midlane, ich stehe da erst mal eine gefühlte Minute. Ja, okay. Ja. Guckt sich das mal an, er sagt so, ja, gefällt mir. Kriegt ein Like. Bisschen favorisiert. Abonniert. Auf Facebook geteilt. Die Elise war auf jeden Fall letzte Season schon mal Gold. Ist hier trotz, was sie noch zusätzlich war, keine Ahnung. Sie muss Platin sein, weißt du warum? Sie hat Almost vor ihrem Namen und Tristan hat auch Almost vor ihrem Namen. Almost Diamond. Nein, Almost Blue. Was ist Alondo Blue? Was ist blau? Der Diamond ist blau. Almost Blue. Oh, ich hasse ihn schon, Gott. Ah, der kriegt schon mal keinen Blue Buff. Es war schon mal interessant, was der Zed gerade mit mir machen wollte. Er wollte anscheinend mich rapen. Okay, Bari, selbstverständlich. Erstmal das hier kaufen und dann. Versperren die Schwänze nicht den Weg? Das wollen wir mal nicht weiter diskutieren. Ich komm ganken und stirbt. Wie der Udia, weil er Lane der 1-7 am Schluss gespielt hat. Oh, da hast du ein neues Ding gekauft. Aua. Aua. Hey, ich komm. Halt noch an. Schau ihn aus. Hast du ihn getroffen? Ja, natürlich hab ich ihn getroffen. Weißt du, er sagt ganze Zeit, greif an. Ist doch klar, dass der mich fressen will. Wieso soll ich dann angreifen? Du musst auch nicht auf mich hören. Genau wie damals, ey. Du sagst ja auch ganz viel. Alter, ey. Ich darf mit so Leuten nicht spielen. Du Edo. Darfst du mit solchen Leuten nicht spielen. Ist echt so, ey. Und dann flames am Ende. Hä, wieso bist du gestorben? Es geht ja mal nicht. Da hab ich geflamed. Darf ich meine Ulti flamen? Noch nicht einmal geflamed, aber egal. Ich muss den Blue Buffen nehmen. Nee, du bist mich jetzt schon 24-7 am flamen, ja, also. Ey, mein Blue Buff ist weg. Spaß, die ist mal da. Interessant. Das geht verkackt. 04 geht da noch eigentlich. Ich bin nur 2 und hab nur gerade mal 30 Farben, 8 Minuten, ist doch voll gut. Oh mein Gott. Was mit dir zu tun, ich geh da. Ich schieb das jetzt alles mit John in die Schuhe, weil er gesagt hat, ist er Blatt. Hilfe! Mein Rapper ist weg. Alles weg, glaube ich, über hier. Ich frag mich aber gerade auch wirklich, was die Elise ist in der Elo her. Die Massagierung üben und dann kriege ich immer so böse Gegner. Wahrscheinlich ist die Diamond irgendwas. Ja, ist wahrscheinlich Challenger oder so. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe den jedenfalls noch nie den Namen gehört.
Ja, doch, es ist garantiert Challenger, also Tür. Er ist Challenger und heißt Peter. Was ist das? Harald, bitte. Harald. Harald. Oh, Harald. Der Sekt hat so schön gefrickelt in meine Bauchnabel. Slow. Oh, wir haben Kill, wir haben Kill. DP. Nein. Wer war's? Und? Oh, Andi. Andi, der Supporter. Passt schon mal. Andi, OP. Andi macht doch mal Kills. Na klar. Er musste irgendwie das. Das, er muss das sinkende Schiff irgendwie carryen. Geh aus dem Weg, Carry, ich muss es carryen. Ja klar. Schlägt mir erstmal ins Gesicht. Okay. Was hat er jetzt schon? Shaku, ich fand. Okay. Der Shaku im letzten Game, der hat seine Feral Flare super gefahren. Ich hab das schon gemerkt. Hat der überhaupt eine gekauft? Wirklich? Ja, der hat die nicht zusammenbekommen. Also, gegen Ende des Spiels hatte der 5 Stacks oder so drauf. Der Master hat wahrscheinlich sowas. 30. Ja, ich hatte 52. Ah, schade. Guck mal, die wartet die ganze Zeit beim Jungle. Das ist eine richtig böse. Ich bin jetzt da. Oh man, bin ich schlecht. Report. LOL! Okay. Das hab ich gesehen, ey, wie du in den Snare gelaufen bist. Dafür mach ich den Tower kaputt. Das war so schlecht von mir, was soll's. Ach man, ey, ich hasse ihn so sehr. Jedes Mal, wenn du Top Lane spielst, schreist du nur rum, dass du den Champion hast. Ja, aber ich spiele auch immer gegen so Kackloppen, ey. Entweder es ist Trin Olaf oder sowas, ey. Shurgard. Ja, ich spiele das Sack zu hart, ey. Egal, wir haben Master Yi. Master Yi ist ziemlich gut im Late Game. Er hat ein Schwert in der Hand. Der Papa Titel ist Late Game. Ja, aber er wird den Shurgard nicht down. Ich hätte vielleicht flashen sollen. Und zwar ziemlich vor. Ah ja, auf jeden Fall vorher. Ich versuche erstmal meine Fellflare zusammen zu kriegen. Setz hier Mitte. Elise ist so nervig. Hab fehlt. Ich glaube, ich komme an. Elise ist schon wieder hier. Ich hab sie noch nie richtig gespielt. Aber die ist ziemlich oft in meinem Jungle. Ich will sie nicht. Puh, dieser Damage, hey. Warst du nicht gerade noch voll live? Ja. Warum hast du nicht mehr voll live? Erklärung. Archo ist Level 10, Alter. Mein Gott, da ist ein Ding Wort. Komm mal. Oh, holy. Okay. Oh, holy. Die sind überall, die Typen. So nervig. So verdammt nervig. Ich merk schon, ich komme mit dem Mana-Haushalt vor Dingen nicht zurecht. Von Ari. Für Dingsbums kaufen. Gral. Gegen Zed. Ey! Der Sugar Proxy fahren! Richard, was soll das? Ich kann den Gegentyp nicht klar, ey. Ich hasse den. Ah, schade. Da war eine Allies. Alles Prom auf jeden Fall. Ich komm mal top. Okay. Oh, ich hab keine Ulti.
glaube, wir brauchen Awards. Selis ist mir ziemlich unsicher, ja. Ich mache ihn 0 Damage. 0. Da. Ein Q, 0 Damage. Er hat sich auch Magierissens gekauft. Ach, nice, mein Tower geht kaputt. Na, da habe ich auch voll drauf geachtet. Ja, komm, lass mich sterben. Alter, ich. Mann, eben gefarmt jetzt so ein Drecksgame. Lass uns mal top gehen. Wird... Zusammen. Heute ist ein schlechter Tag. Greifen gerade an. Ah, da. Okay, Elise ist da. Ist schon nervig. Pass auf, farm nur. Egal, wir haben Tristana. Wird schon irgendwie unseren Arsch carryen. Ich hoffe es zumindest. Dann wäre das stärkere Late. Ja, wir haben das stärkere Late Game, ist halt der Vorteil, aber das. Dahin kommen wird schwer. Du musst halt ein bisschen defensiver spielen. Noch defensiver. Keine Ahnung wie, aber du schaffst schon. Du, ich geh am Tower. Du schaffst das schon. Wie schon gesagt, du schaffst das schon. Geil, klar, ne? Du musst einen Nexus Tower mitnehmen. Komm her. Also mein Cho ist nicht da und ich weiß nicht, wo er ist und ich hoffe, er bleibt weg. Kann auf klein, Cho geh auf die Midlane oder so. Bitte. Das ist ein Arsch. Ah. Das ist viel toller als ich. Bin gerade voll motiviert, einfach auf diesen Set zuzulaufen. Geil. Ah! Wird Mechanismus aktiviert. Er hat kein Ulti mehr. Lalalala. Sad. Yeah. Und auch kein, und kein Flash mehr, glaube ich. Ah, die will mich. Lalalala. Oh. Oh ja, ich hab eine Spinne getötet. Kann ich dir nicht smiten? Ja. Ja. Geil! Genau wie Shakos Puppen und Yorick's Geister. Kann man alles smiten. Ich geh zu früh back. Glaub, mein zweiter Tower ist gleich weg. Gott, also, ey. Ist doch alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Ich stehe 06, bin viel im Pieten. Sonst was. Gibt kein Gold mehr, ist doch egal. Ey, ist schon Gold. Ja, aber so kriege ich auch kein Farm. Komm, ich bin ins Gameback. Er kann höchstens noch. Hast kein Ulti. Warte, 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 jetzt! Genau. Mach kaputt. Good job. Geil. Jetzt habe ich Geld bekommen. 500 Gold. Gold haben oder nicht haben? Er hat vorhin schon Richard aufgepissen oder so. Botlane regelt. Das ist gut. Das heißt, gegnerische Botlane ist nicht gefeedet, das heißt, ich kann da easy kills holen. Na, John, wie wär's, wenn du oben ein bisschen camps und mir ein bisschen hilfst? Ja, ich hab keinen Bock, von diesen Savannen etwas aufgefressen zu werden. Ach man. Mit denen hat ja keine Ultimate, ich hab keine Ahnung, der setzt sich immer so seltsam ein. Ich weiß ja auch nicht, wie der Ulti funktioniert. Er setzt sie ein wie ich. Er macht sie an und drückt da halt und guckt mal drauf. Ich bräuchte mal Blue Buff, ich bin immer oben. Bin da oben. Gibt hier keinen Blue Buff. Ich will Blue Buff. Ja, Alter. Du brauchst Blue Buff. Ich brauch Blue Buff. Ich hab Mana-Probleme. Denn ich hab kein Mana. Weißt du, ein Blue Buff ist ein Fairy Flare Stack und man soll keine Fairy Flare Stacks auf den Mülleimer schmeißen. Obwohl, Shuka ist auch für Flare Stack. Ne, ich greife nicht an. Oh, hat doch nicht gereicht. Was, hat der viel Leben? Dann kaufe ich mir zuerst Bot. Ja, viel Leben. Das ist Shuka. Ja.
Ah, dann gehe ich mir jetzt, bevor ich Dingsbums... Immer viel Leben. Aber bevor ich mir dann Dingsbums kaufe, hole ich mir Dingsbums. Oh, das finde ich echt gut. Warte, wie ist der Gerät? Ja, ah. Vorsicht, der könnte... Ah, nö, der ist noch drauf. Mit Lays 3. Anstatt wegzugehen. Ich glaub, also ich hätte persönlich lieber 3 auf der auf meiner Lane anstatt so ein Riesenmonster. Also. Naja, Cho'Gath ist nicht wirklich stark. Besonders den Late Game ziemlich stark ab noch. Ja! Da kann das Geschrei. Oh, ich mache einfach den Jungle. Genau, das ist es. Ach, ich hab gleich erst nach 20 Minuten Rennfahren. Das ist so traurig. Tot. Push, deine Lane aus. Ich schon Gott. Ah, oh, Touch vor. Ich darf endlich fahren. So, willkommen. Dann war es sogar beinahe worth it. Ja, okay, mein Tower fällt jetzt auch auf jeden Fall. Der kommt jetzt hoch zu dir, ne? Pass auf. Ja, ich geh schon weh. Ja, 2 kommen. Release. Ich glaube, es hätte sogar schon längst auf dem Weg gewesen. They're mine now. Sieht gerade momentan ein bisschen schlechter aus für uns, obwohl er 8-11 ist in Ordnung noch. Außer dass wir gerade das und Drake verloren haben. Also bitte. Schau dir meinen Farm an. Wir sind gut dabei. Guck mal da. Kam auch gerade noch dazu. Brauche ich gar nicht. Was machst du hier? Ich wollte. Oh Mann. Wenigstens ist es da. War gut zu wissen, das Master ist schon gerade jetzt schon. Oh man. Komm, komm, komm! Good job! Ja! Du musst mal meine Mitte halten. Ich brauch jetzt Ionias. Hat Zed noch eine Ulti? Ich glaub nicht. Das hätte mich gerade geultet. Gerade weg. Du musst aufpassen. Oh Gott, please. Cho'Gath, please. Alter, ein Cho'Gath schneller als mich. What the fuck? Ich lauf's bitte. Ja. Weiß gar nicht, wann ist du ab? 40 Sekunden, okay. Bestes Wort. Don't you trust me? Passt perfekt gerade im Moment. Sieht gut aus. Ja, die Tristana braucht es eher als ich. Tristana ist ein Late Game Carry. Oh nein, Cho'Gath, geh weg. Niemand liebt dich. Kommt die nach? Nee. Pass auf. Ich bin schon weg, ne? Also. Ich
Ich komme. Pass auf. Alter, du bist so ein Monster mit. Das ist ja nicht mehr normal. Ich mach sie jetzt einfach ziemlich heftig, immer noch. Auch wenn wenn die Prowl ziemlich genervt wurde. Und Joe ist heftig, weil er seinen Q ausbrechen kann. Ja, das. Du musst halt das perfekte Timing haben, dann kannst du alles damit machen. Mit dem Q. Das ist das Schöne am Master hier. Ich glaube, die machen Baron. Ja, einer sollte vielleicht worden. Die machen niemals Baron. Ohne Chogat. Glaube ich weniger. Botlane ist Elise. Ja, nicht ohne ihren Tank. Ja. Ich habe immer noch zu wenig Gold. Ob der Ripper von denen da ist? Das ist bei mir. Ja, ich bin ja da. Morgana kommt hoch. Achtung, weg. Bin ja schon am Lauf. Eben. Du bist immer ungefähr auf gleich Level wie ich. Das ist echt abnormal. 150 Farben ist richtig gut. Du hast den anscheinend richtig gut gemaint. Also Master Yi, was ich ja gesagt habe. Ist gut. Irelia und Master Yi. Solo Q Champions. Nur Master Yi scheint dir mehr zu liegen. Na, Irelia kriegt das noch nicht mit dem Q E Scheißdreck alles hin. Das könnten wir theoretisch sogar kämpfen, wir haben nur keinen Tank. Bau du am besten auf Tank, Vladimir. Also, Richard. Ja, you don't say. Ja, bis jetzt hast du relativ nur AP-Items. Boah, oh, 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 oh. Kill du mal den Chogat, wenn es geht. Ja, der pusht. Ich weiß nicht, wo der ist. Job. Er ist back. Gib mir. Oh, jetzt habe ich gerade ein Ding abbekommen. Ja, er macht das schon. Okay, good job. Ravi, good job. Richtig gut gemacht von euch. Schön gespielt. Oh, ich hasse das Stunt. Ist doch gut geworden, guck, schau. Passt. Ich kann den Sugar trotzdem nicht abhaben, ey. Egal was ist. Ja, du fiest, wusste ich nicht. Pass auf. Da flash ich lieber. Ihr hat kein. Die hat keinen Stun mehr. Also 15 Sekunden. Ne, das wird 10 Sekunden. Sollte mir lieber einen vernünftigen Release-Skin rausbringen. Ja, es geht. Ich hab Homeguard. Ich kaufe mir nur mein Deadfire Grasp. Ich hab jetzt live. Ein Homeguard. Ja. Doch nicht. Okay, der will sich anscheinend Ghostblade kaufen, Zed. Kauft man das nicht mit Zed? Kann man. Kann man sich sogar, man kann sich quasi zwei Brutalizer kaufen, also nach. Okay, da kommt er nicht mehr. Wohl, doch. Ich komme. Greif direkt an. Ulti. Ja. Wo ist er hin? Ja. Yep. Der hat noch mal Ult gedrückt. Ja, war mein Fehler. Sorry. Ich bin im Ignite wahrscheinlich verreckt. Ach, das wahrscheinlich gemacht, wo ich mich geheilt hatte. Ja, mit Masti kann man richtig gut die Ultimate von Zed dodgen. Weh halt. Ist halt richtig viel Rüstung und Magieresistenz.
Blue Buff hätte ich gerne. Was ist das? Blue. Oh. Ja, gleich, warte. Gleich komme. Nicht, dass Elise noch kommt. Oh Gott, ey. Mein Kurs gleich wieder ab. So, danke. Holen wir uns gerade den. Das Gebäude. Da bin ich mir fast sicher. Die Gegner spotten den scheint aber nicht wirklich gut zu sein. Cool. Das geht mir der Sugar selbst auch ein bisschen auf die. Ja. Der ist halt so penetrant, ey. Penetrant. Ja, das kann man ja schon sagen, ist, ja, ich weiß. Er ist wirklich ganz zäh. Doll, er kann mich töten. Hat der schon Lichtspähen? Der kauft sich aber full AP, das ja. Heißt, der ist, kauft dir einen Hextrink oder sowas ähnliches. Also, das musste reichen. Okay, das ist dann schon. Ich kaufe mir jetzt auch erstmal ein bisschen defensiv, weil ich ja Two-Damage noch habe. Ich möchte auch nicht unbedingt getootet werden von Sugar. Der ist Level 18? Okay, er farmt nur durch. Ich sage, er ist einfach alles. Er sticht die Pistole. Ich könnte einfach mal die Midlane durchpushen und dafür sein Nexus kaputt machen. Dann würde er sich schon von. Wenn würde er schon seinen wohlgeformten Arsch mal von der Top-Lane runter bewegen. Selbst dann nicht. Nee, selbst wenn der Nexus fällt, ist mir egal. Er sagt, ich fahre weiter. Ich fahr weiter. Mein Ziel ist. Aber ist schon erstaunlich. Ich hab Respekt vor dem Sugar-Spieler, weil es fast keiner heutzutage macht, also Sugar-Spielen. Ah, oh, ist echt so. Ich will den auch echt nicht schön. Good job. Hä? Ja, Weltwunder. Er hat bemerkt, in der Midlane gibt es noch mehr zu fahren. Ich hab Ultimate in 50 Sekunden. Der Pisser. Oh fuck. Das war die falsche Taste sogar. Ich wollte eigentlich nur der Firecrest draufsetzen und nicht beides. Also wenn du den. Sugar, das bei mir, Sugar, das bei mir, Sugar, das genau. Bei mir, Sugar, das bei mir. Haben die viel Ordnung. Also. Vielen Dank. Das war Glück von dir. Das war weniger Verstand als sonst was. Kommst du mal zu mir? Bin doch da. Bin so nah hier. Das war ja genial, ich bin weggesprungen, du richtig cool. Pass auf. Ja. Wieso gehst du weg? Weil ich kein Mana habe. Oh, sag es doch. Ich dachte so, kaum tank ich jetzt ein bisschen für dich. I think it's flat needs a puff. Ich hab nichts gesagt von Tank, ich hab gesagt, du hast den Kuh abgefangen von Morgana. Ja, nee, das hast du auch nicht gesagt oder so. Nur ich, dachte, ich hatte keinen Mana mehr, ich hatte keine Ult mehr, ich hatte kein Flash mehr, ich hatte kein Ignite ja, mehr, ich hatte kein Sionias, ich hatte kein Deathfire Grasp. Kannst du alles im Video sehen. Ich dachte halt, komm, der haut jetzt QE rein, easy snack. Ja. Du hattest ja 100, nur 100 Mana, dafür kannst du nichts machen. Das ist doch ein Q und dann leglaufen. Andi wird bei gechased. Ich komm mal top lane, es reicht mir langsam. Wo ist der Master Yi? Wo ist der Master Yi meines Vertrauens? Dieses Spiel geht mal wieder. Der ist tot. Oh, der ist disconnected. For real? Okay. Das ist mal Ich behaupte, bei ihm ist das Internet ausgefallen. Kommt er wieder?
Ja, bestimmt. In 2 Stunden. Ich hoffe. Oder so ungefähr, nee, so oder so ähnlich. Wir müssen holen. Ich glaube, es hat einen Bug. Komm. Bait ja. Ein bisschen. Hat der schon irgendwas magiehaft? Nee, Magieresistenz hat er noch nicht. Doch. Ja, Ding nur. Höllenzepter, oder? Ja, Höllenzepter. Ja. Da ist er. Wer macht Blue? Boah. Ja, das Game ist gerade nee. Richtig getrollt worden dadurch. Okay. Michael. Pass auf, hinter dir. Okay. Ja, ich hatte halt nichts ready, war gecatcht. Ja, ich bin auch fast drauf gegangen. Ja, es ist gerade ein bisschen unglücklich, jetzt gerade, dass wir das hier so viel Tower verlieren für nichts. Oh, das wird so gut. Ja. Nächstes Spiel wird besser. Problem ist, ja, Elero ist gerade hier. John ist gerade. Ist vielleicht wegen seiner Mutter. Könnte sein, dass sie den aus Versehen in den Stecker gezogen hat, weil es hört sich vielleicht sehr seltsam an. Das passiert öfters, dass sie aus Versehen den falschen Stecker zieht und das immer wieder. Interessant. Ja, passiert. Natürlich ein bisschen blöd fürs Gameplay, aber kann man nichts ändern. Passt trotzdem von den Stats her auch und auch vom Gameplay her. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Für das, was ich fast nie Ari spiele. Oh, ist die Tristana auch zieht oder wie? Ja, wenn man bedenkt, wie oft ich Vlad spiele, ist das eine Schande. Bist du nicht Vlad-Main-Spieler? Nee, mittlerweile lange nicht mehr. Früher warst du. Dieser Zed hat keine Ahnung, wie er seine Ulti zu benutzen hat. Guck mal. Oh, scheiße. Pass auf, nicht, dass ich gut. Genau. Ach, easy. Wieso warte ich da? What the fuck, bin ich behindert? Die Qs von der sind aber auch nicht gerade die besten. Das momentan erst könnte man eigentlich schon beinahe surrendern. Ich muss Toplane gehen, sonst pusht der weiter. Warte mal. Da ist Zed. Hallo Cho'Gath. Hallo Cho'Gath. Oh, ich glaube, der möchte mich töten. Oh, meine W war total schlecht. Was hast du gemacht? LOL. Bitte. Ich kann das nicht. Nee, ich frag mich gerade, was du gemacht hast. Ich bin total dumm reingerannt. Dann habe ich mich von allen treffen lassen. Dann weh ich viel zu früh, weil das Range ist. Das ist halt richtig schlecht von mir. Weiß, ich habe lange nicht mehr so schlecht Blatt gespielt. Ich muss Bottom gehen. Aber dieser Joghurt ist auch gut, ey. Keine Ahnung, was da von der Elo ist. Ich kann es erst im Nachhinein schauen, wenn ich schreibe. Wahrscheinlich war der Guck Diamond. Platin. Kann ich mir gut vorstellen. Er ist Diamond 4. Was erwartest du? Dass er schlecht spielt. Ach. Was Gott, ist Elise? Muss man so fragen. Auch Diamond 4. War irgendwie klar, dass die Leute ziemlich gut sind. Ja, und jetzt Elise. Sevier ist die Einzige, die Gold ist. Ja? Sevier ist die Einzige, die Gold ist. Was ist der Zed? Der selbst ist Platin 2 und die Morgana Platin 2. Also, dass der Platin 2 ist, ist eine Schande. Spielt nicht gerade so. Okay, vielleicht spielt er auch niemals selbst. Kann auch sein. Muss mir jetzt keine Vorurteile prägen. Ganz klar. Aber vom Farmer sieht das schon ziemlich heftig aus, von Sugart. Der hat ideal. Meine Normal spielt man normalerweise nicht sein Übermain. Wieso spielt der Sugart nur Sugart oder was? Weiß ich gar nicht. Sieht so aus jedenfalls.
Könnte sein. Nee, tut er nicht. Mein zweites Game mit ihm. Na gut, dann spielt er schon ziemlich gut. Obwohl, du bist. Das ja, muss man halt noch die. Das Niveau vergleichen. Du bist halt Gold 5 und er ist halt Diamond 4. Ja. Ach, übrigens, die Allies main sie, glaube ich, weil sie hat 84 Spiele schon mit der. Das merkt man aber auch, dass sie diesen Champion gut spielen können. Das habe ich bei den Gangs gut gesehen. Ja, okay, wir könnten Serena die Baron. Wieso gehe ich jetzt eigentlich Base? Keine Ahnung. Eben schon Serena, aber keiner wollte. Ja, das sieht gerade ziemlich schlecht von uns aus. Ach, Quatsch. Können wir easy win. Ich denke mal, der nächste. Mal gucken, wie viel Damage ich denn mache. Ja. Ja, so ungefähr 0. Naja, wo bist du gerade? Am Tower. Ich versuche mal, die Lee zu töten. Alter, die killt mich. Ich versuch's. Der Damage ist nicht schlecht von ihr, auf jeden Fall. Da muss eine Pink drin sein, oder? Die gerade, ja, Item benutzt. Hallo, Shogard. Nein, Shogard, hör auf, böse. Deine Spells darfst du nicht schaffen. Ich treffe die immer so minimal nicht meine Spells. Das ist so blöd. Das nervt mich gerade ein bisschen. Mein Farm ist auch gerade ein bisschen übelst schlecht. Na gut, ich kann jetzt auch nicht mehr wirklich lang farmen. Auf Wiedersehen. Oh Gott, ja. Don't you trust me? Oh, ich hätte noch Tionias gehabt, Notfall. Arsch. Man macht schon ziemlich viel Damage. Meiner! Doch nicht meine. Fast schon. Kills brauche ich nicht wirklich momentan. Ja, da unten. Schau mal, wo sie abgammelt. Jetzt da ist alles gebordet hier. Oh. Alle Set. Nö, den krieg ich nicht mehr. Oh, aber die will ich. Alter, der Damage war gerade ein bisschen unreal. Ja, Tristana kann nicht mehr viel machen. Nee, da konnte ich eh nicht mehr weglaufen. Finde ich sie jetzt schwer. Ja, unverdienter Triple Kill, meiner Meinung. Ach, bitte? Unverdienter Triple Kill, nach meiner Meinung. Das sind wir. Die hat den Lob gestaubt. Nee, ich meine bitte wegen Surrender. Ach so, ja, ich denke auch. Ja, kann man machen. Also, die PvP. Wenn ich das geht, nichts. Auch wenn es, ein bisschen schade war, weil unser Lee disconnected ist, aber trotzdem kann man es machen. Passiert halt. Sind auch nur normal Games. War trotzdem 40 Minuten Gameplay. Fast 45 Minuten Gameplay. Wow. Nicht schlecht. Obwohl ich so auf der Top-Lane verkackt habe, ist es unmöglich. Ja, die anderen Lanes haben dafür aber, der Jungle besonders, der Jungle hat ja richtig gut gearbeitet. Bis halt zum Disconnect. Jedenfalls, es war eigentlich an sich ein ganz interessantes Gameplay. Hat auch Spaß gemacht. Bis halt zum DC, dann war es nur noch ein bisschen nervig. Ja, ja, schon. Aber sonst so eigentlich passend. Und auch gerecht. Die Gegner waren gut, aber auch nicht überragend gut. Aber trotzdem, ja, war in Ordnung. Ja, gut, super. Dann können wir auch das Gameplay beenden. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen, wie immer. Das heißt, wie immer, das zweite Gameplay wahrscheinlich auf meinem Kanal. Deswegen sage ich einfach mal, es hat euch... Sag's oft, wie ja, immer. Ich sag einfach immer, wie immer. Ich sag einfach mal, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, see ya, Leute.